Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Dakern. Und im letzten Teil haben wir Thessaloniki eingenommen. Tatsächlich haben wir auch wirklich nur Thessaloniki eingenommen. Wir wurden aber auch noch von den Germanen angegriffen. Wir werden uns heute mal hier prominent in Stellung bringen. Um ihnen da das Handwerk zu legen. Und wir haben noch ein bisschen Geld auf der Pfanne, ne? Wir haben noch ein bisschen Geld auf der Pfanne. Ich würde echt vorschlagen, wenn du hier hinläufst, ne? Nimm ruhig noch. Zwei illyrische Peltasten mit. Wir haben halt sehr, sehr wenig Infanterie, aber es dürfte eigentlich reichen. Na, die Bastarner, die sind halt unfassbar teuer, ne? Nehme ich lieber nur eine Einheit Illyrer mit. Also sie sind im Unterhalt nicht so gierig. Komm, nehmen wir sie. Nehmen wir die Bastarner mit. Die würde ich gerne selbst steuern, die Armee hier. Junge, der Typ hat krasse Trades bekommen. Der hat unfassbare Kommandoskills. Bitte hier ohne Plänkelmodus für die Bogenschützen, aber mit Plänkelmodus für die Illyrer. Schickt sie, um den Feind zu töten. Auflösen. Einheiten. 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 Pass auf, die schätzen mir nämlich mal so hier vorne rein. Der hat da noch Weiber dabei, ne? Wir warten noch ein bisschen. So, Einheiten sind fresh. Stellen wir da auf die Flanke in den Wald. Ach Gott, Alter. Ach, dieses dämische Handy hier. Mach den Klingelton an. Als ob ich wissen will, wann jemand Kontakt mit mir aufnimmt. Schieß bitte einmal auf die Weiber. Ui! Ich glaube eher, das waren so Kollateralschäden, ne? Befehl, Mann! Illyrer! Das Tarnische Söldner!
Schieß bitte jetzt auf den. Und? Die feindliche Armee flieht. Jagt sie. Ich hätte die Bauern noch mitnehmen sollen zum Aufreiben. Das war's, ne? Dies ist ein großer Sieg. Und wenn ich das richtig sehe, dann haben wir 5 Infanterieeinheiten verloren, ne? Also krass. Junge, Junge, Junge. Und das meiste war wahrscheinlich sogar Kollateralschaden. Fürchtet uns! Befehle? Okay, heftig. Heftig, General, heftig. General, Häuptling, Häuptling. General, Befehle? Herr? Der Typ ist krass auf jeden Fall. Euer Ehren. General! Okay, Django, du baust mir da oben mal gleich noch ein Türmchen hin. Baut einen Turm! Das ist schon mal gut. Ja! Und der Django hier. Der geht mal wieder zurück. Weiter geht es nicht! Ja! Ja! Marschieren! Weiter geht es nicht! So, du guckst da, was da los ist. Da wird er wohl irgendwie so ein feindlicher Rebell sein, ne? Okay, das hat echt richtig gut geklappt. Das hat richtig gut geklappt. Was bauen wir jetzt hier? Um ein bisschen sicherer zu sein, sollten wir vielleicht mal so eine Einfählung noch irgendwie ins Auge fassen. Das ist ja hier auch gar nicht so verkehrt, dass wir da so ein bisschen sicherer sind, weil das sind jetzt die Abschnitte, wo ich nicht den großen Krieg führen will, ne? Wir brauchen 15 Regionen. Ich glaube, 7 haben wir, ne? Genau, 8 Stück braucht man noch. Das heißt, 1, 2, 3 von den Makedonen würde ich mal schätzen, 2 von den Griechen und dann brauchen wir noch 3, ne? Apollonia geht, glaube ich, schon ganz gut und hier drüben, das ist eigentlich auch nicht so. Also, die Kampagne könnte tatsächlich wirklich ausnahmsweise mal kurz werden. Oh, ne, den will ich nicht, der ist zu alt. Wobei natürlich, man muss sagen, jeder General ist erstmal ein guter General für uns. Die Skythen sind noch nicht da. Weiter geht es nicht. Bauen wir bitte hier auch einen Wachturm hin. Stoßt vor! Na gut, solange der da oben steht, juckt mich das nicht so. Häuptling! Vorwärts! Der Siegfried, was hat der denn so dabei? Nicht so viel. Stoßt vor! Baut einen Turm! Ja! Stoßt vor!
So, dann Befehle. Bewegung. Weiter geht es nicht. Boah, wobei ich mir gerade denke, ja, das wird als Armee jetzt gegen diese ersten germanischen Truppen wird das ausreichen sein. Weiter geht es nicht. Ja. Befehle. General. Lass sie mal weg. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu überschwänglich. So, was ist denn jetzt hier passiert? Ja, kacke jetzt. Oh, jetzt müssen wir handeln. Stück ist viel. Das da wird einfacher sein. Häuptling. Häuptling. Stoßt vor. Stoßt vor. Ich bilde hier mal gerade noch nichts fort. Unterwegs. Unterwegs. Begebe mich in Position. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 13. Das ist kacke. Aber ich würde eigentlich sagen, wir sollten es riskieren. Ich krieg leider keine zusätzlichen Soldaten hier. Oh, warte. Das war ein Fehler, ne? Wenn ich den auflöse. Das ist ja der keine Bewegungspunkte mehr hat. Ja, dann machen wir das jetzt so. Ich habe gerade irgendwo noch einen römischen Hauptmann gesehen, gerade eben. Kann sein, dass der da rausgeglitscht ist. Wartet auf meine Befehle. Wüssten wir jetzt gerne, warum wir da als so stark eingestuft wurden. Wahrscheinlich, weil unsere Truppenstärke halt sehr gut ist, aufgrund der hohen Anzahl an Einheiten, ne? Aber das Stärkste bei uns ist auf jeden Fall diese doppelte Generalsleibwache, die wir hier dabei haben. Wir laufen erstmal in Position. Okay, ja, das... Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, kann sein, dass es jetzt doch schneller losgeht. Ich glaube, falsche Taste. Ja, doch, ne? Okay, ja, der will's wissen. Der will's wissen, der Typ. Frontal auf die zu halten ist aber kacke. Bessere Variante ist in jedem Fall auf die Kaff zu schießen. Und diese leichten Lanzenreiter, die sind sehr anfällig für Fernkampf. Kein Schild und nichts dabei. Und ihr seht, da fallen mit jeder Salve einfach mal so locker 10 Stück um.
Das liegt jetzt auch nicht alleine daran, dass wir da die aufgewerteten Waffen haben, wobei die natürlich schon einen Unterschied machen. Gott, da ist nur einer über. Das ist so schön. Wir sind auf 17. Schieß jetzt auf den. Okay, gut, das ist jetzt echt nicht so die große strategische Meisterleistung, wenn die KI einfach da steht und sich wegschießen lässt. Aber jetzt mal ernsthaft. Warum kommt er auch nicht? Na, ich meine, das ist halt, glaube ich, dann echt schon so der Unterschied zu den neueren Total War Titeln. Ich glaube jetzt halt in so einem neueren Titel würde die KI da deutlich aggressiver spielen. Und mit der Kavallerie halt sofort losbrettern. Allerdings, da sei vielleicht halt auch dazu gesagt, das macht sie natürlich, weil sie bei den neueren Total War Titeln so hohe Boni bekommt, dass sie entweder keine Einheiten durch Fernkampfbeschuss verliert, wobei sie dann auch eigentlich da stehen bleiben könnte. Also der Panzerungswert bei den Einheiten ist halt einfach ein ganz anderer, ne? Also das sieht ja einfach hier, schaut euch diesen Berg an Kadavern an, ne? Was da einfach alles umgefallen ist. Hoppla, das meinte ich eigentlich nicht, sondern ich wollte gucken. Wir uns hinstellen. Auf die Trage halte ich nämlich drauf. Auf die halte ich drauf. Du bitte hier an. Der ist bedient, ne? Löst die Gruppe auf. Jetzt aber einkesseln lassen müssen wir uns jetzt auch nicht. Na komm. Und da flüchten sie. Komm, du greifst ihn noch im Rücken an, Junge. Also. Die feindliche Armee flieht. Jagt sie. Das war sehr erfolgreich, aber ihr habt auch direkt gesehen, wie schwierig das wäre, hier gegen seine Kavallerie zu kämpfen, ne? Achso, das ist ja nur noch einer, ne? Wir müssen nicht mehr kämpfen. Der Feind flieht Hals über Kopf und der Sieg gehört euch. Die Bogenschützen, ne, mit den ganzen, mit den meisten Verlusten und die barbarische Kaff. Fürchtet uns! Befehle?
Jetzt kommt der Clou. Gegen den schaffen wir es ja auch locker. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Einheiten hat er. Bewegung! General, Befehle? Häuptling, trenne mich von den Truppen. Schick dich schon mal zurück. General. Verlasse die Armee. Befehle? General. General. Schicken wir den auch mal zurück. Ich hab's befürchtet. Egal, das schaffen wir. Das schaffen wir sogar sehr, sehr gut. Und dann bauen wir uns da eine schöne, schmucke, kleine Hütte hin. Das Schicksal hat entschieden. Heute müssen wir kämpfen. Der Sieg steht auf dem Spiel, aber kämpft wie wahre Wölfe. Und der Sieg wird uns gehören. Lassen wir das Blut unserer Feinde fließen. Oh ja. Schon gar nicht so schlecht. Die können wir mal gerade lassen. Also der wird sich nicht mehr zurückziehen können. Das ist halt zum Beispiel sowas, ne? Das macht doch, das macht für mich auch irgendwie ganz viel von dem Reiz dieses Spiels hier aus. Es ist ja gewissermaßen schon so ein bisschen wie so ein Nullsummenspiel, ne? Der Verlust des anderen, der ist mein Gewinn. Dadurch gibt es ja immer wieder Situationen, dass man auch versucht, kleinere Truppen der KI aufzureiben. Das ist ja zum Beispiel das, was wir hier ganz stark machen. Wir kämpfen gegen einen mächtigen Gegner, der viele Provinzen hat, die Makedonen hier zum Beispiel, die gute Einheiten haben und uns in vielerlei auf jeden Fall ebenbürtig sind. Wir versuchen aber halt auch, sie daran zu hindern, überhaupt stark zu werden. Und eine starke Streitkraft aufzubauen, indem wir ihnen konsequent auch versuchen, ihre Truppen zu nehmen. Ne? Also die Truppen, die sie bauen. Oh, guck mal, der flüchtet sogar schon. Das müssen wir uns nochmal angucken, ja? Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Unsere Krieger würden eher sterben, als zu fliehen. So. Na, man kämpft immer wieder mal so gegen kleinere Armeen. Es gibt immer wieder kleinere Scharmützel. Die sind halt ganz wichtig, weil natürlich, wenn ich meinem Gegner Einheiten wegnehme, dann wird er nicht so stark, ne? Aber das gibt's ja in diesen... Das gibt's ja leider
In den neueren Spielen dieser Serie gibt's das ja so nicht mehr. Da gibt's nur noch Full-Stack-Kämpfe, ne? Finde ich echt schade. Also da hätte ich mir wirklich echt, ne, da wünscht man sich da wirklich ein bisschen mehr, ne? Auch mal so kleinere Gefechte und sowas. Mal so Nachschub an Regimentern überfallen und so, aber ne, diese Mechanik, Armeen gibt's nur noch mit Generälen und so. Da kannst du noch so viel darüber reden, wie toll Generäle sind. Wir bauen uns jetzt mal gerade das Fort hin. Ne, da kannst du mir noch so viel über diese ganzen tollen Generäle und ihre tollen Einheiten und ihre tollen Leibwachen und so erzählen, aber das ist halt, hat man halt natürlich auch schon gemacht, um das Spiel ganz deutlich eben umzudesignen und in eine ganz andere Richtung zu lenken. Ne? So, wir brauchen hier, Schiffswerft ist natürlich gut für bessere Schiffe, aber so eine Mine produziert halt auch wieder viel Geld. Der Hain des Zalmoxis, der verbessert nochmal die Waffen und die, ne, und die öffentliche Ordnung. In zwei Runden haben wir dann aber nochmal zusätzliches Einkommen generiert, also auch das ist sicherlich sinnvoll. Wir haben hier noch Aufruhr, vielleicht befindet sich da ein Spion drin. Haben wir noch was, womit wir öffentliche Ordnung schaffen können? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Ja, wir müssten halt diesen Artemis-Tempel hier abreißen. Der ist natürlich gut, ne? Keine Frage. Aber der wird uns auf Dauer hier nicht allzu viel bringen. Cool. Okay. Die Ratten verlassen das stinkende Schiff. Wo läuft denn der Hauptmann Perseas rum? Jetzt überlegt mal, wir müssten mit diesen ganzen Gerümpeltruppen, die wir haben, jetzt gegen die Römer kämpfen, ne? Das ist ja eine Aufgabe. Das wäre schon relativ knifflig, ne? Ich meine, der Cassius Brutus, der steht hier gleich bei uns auf der Fußmatte, ne? Der ist bald hier. Die Frage ist, ob er sich noch entscheidet, vorher nochmal hier einmal über die Griechen drüber zu rollen oder nicht, ne? Ich meine, das sieht jetzt nicht nach so viel aus, aber das sind halt Römertruppen, ne? Die sind schon ein bisschen besser als unsere Jungs. Da haben wir halt eben Glück, ne? Wir kämpfen gegen die schlechten Truppen der Makedonen, ne? Die guten Truppen haben sie hier ausgebildet. Aber deswegen, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, wie wichtig das ist, dass wir hier diese, oder ich glaube, ich habe es zumindest versucht zu sagen, wie wichtig es ist, dass man da direkt die Hauptstadt einnimmt, ne? Das ist halt auch die Stadt, die am schnellsten wächst und wo man in der Regel dann doch auch die bestausgebauten Gebäude hat, ne? Was machen wir jetzt hier? Wir verbessern mal auf jeden Fall die Nahrungsproduktion. Ah, die Tempel, die haben, die sind noch so mies, ne?
Euer Ehren. Jetzt will ich aber wissen, was da los ist. Ja, Meister. Tatsache, da ist einer. Na, können wir noch eine Runde, können wir da noch warten. General! Frage ist halt, wie wir den Burschen hier erwischen. Das machen wir aber im nächsten Part. Gucken wir nochmal gerade rein. Baubericht schenken wir uns. Boah, Germanen und Briten machen ein Bündnis. Ätzend. Ägypten ist die fortschrittlichste Seite. Das verwundert mich jetzt aber nicht. Ja. Ja, mein Herr. Ich dachte, ich hätte die Bewegungsroute weitergesetzt, ja, aber okay. Ich rede mit Ihnen. Was machen jetzt Rechte mit dem Senat? Mit dem Senat geht's doch eigentlich, oder? Oh, der Senat hat nicht viel Kohle. Sofort. Weiter geht es nicht. Gut, mit den Germanen als Gegner kann ich echt leben. Also das Einzige, wo man halt wirklich echt drauf achten muss, ist halt, dass man, also in dieser, ich habe das ja gezeigt im ersten Part, dass man halt nicht so früh gegen drei oder vier Gegner auf einmal kommt. Das wird dann in der Tat ein bisschen knackig mit den Darkern. Na, also wir haben das jetzt sehr erfolgreich hier herausgezögert. Wenn dann die Küste von Dalmatien den Bruti gehört, dann haben die vielleicht aber die Städte hier alle auch schon eingenommen. Wobei, die hier wurde doch mal... Ah, da, also wollte ich auch sagen. Illyrien war doch mal von den Galliern belagert. Vielleicht haben die das auch. Ja, ne, also auf jeden Fall Ende vom Lied. Wenn du zu früh gegen die gegen zu viele Gegner kommst, dann wird es einfach nicht mehr schön. Ne? Das, da kann ich nur von abraten. Also Kriege in der Regel immer vermeiden. Historische Hintergründe haben wir noch ein paar. Zumindest wollte ich noch mit euch ein bisschen darüber reden. Und zwar nochmal zur Geschichte Dakiens. Wir haben ja uns mit diesen Dakerkriegen beschäftigt. Wir haben uns auch schon angeschaut, wie Dakien erobert wurde. Und ich möchte heute gerne noch den Aspekt behandeln, wie Dakien als römische Provinz sich weiterentwickelte und welche Besonderheiten es da so noch gegeben hat. Dakien ist tatsächlich ein Spiegelbild in einer gewissen Form dieses spätantiken Verfalls des Römischen Reiches. Und vielleicht zeigen sich in Dakien einige Krisen schon etwas früher, die man ansonsten eher etwas später an anderen Orten vermuten könnte. Das hat natürlich etwas mit dieser besonderen geografischen Lage zu tun. Dakien war auf jeden Fall schon ein bisschen exponiert und ragte ja also weit nach oben. Ich habe schon gesagt, eher so pyramidenförmig war die Spitze Dakiens aufgebaut und grenzte eigentlich, außer im Süden, hatte es nur in Anführungszeichen feindliche Grenzen. Das grenzte nur an Feinde oder diejenigen Volksstämme, die die Römer ebenso als Barbaren bezeichneten. Trotzdem scheint Dakien strategisch gesehen sehr wichtig gewesen zu sein. Es scheint ein lukratives Land gewesen zu sein. Es scheint große Bodenschätze gehabt zu haben. Das wird ja hier im Spiel auch durch diese diversen Minen und Bergwerke repräsentiert. Aber wir können festhalten, dass Dakien durchaus, sehe ich übrigens hier so einen Fleck, da würde ich gerne mal wissen, ob hier vielleicht noch
ein paar Rebellen unterwegs sind. Okay, also Dakien scheint auf jeden Fall auch eine Provinz gewesen zu sein, die wirtschaftlich für Rom wichtig gewesen ist. Da kommen wir später aber vielleicht nochmal drauf zurück. Wie wohlhabend dieses ganze Gebiet gewesen sein muss oder dieses Königreich, das Decebalus oder Decebalus später verwaltete, kann man anhand der Kriegsbeute begutachten, die Kaiser Trajan dort dann eben machte. Er soll dort immerhin 331 Tonnen Silber und 165 Tonnen Gold erbeutet haben. Das ist natürlich eine Summe, die für die römische Staatskasse sehr wichtig gewesen ist. Auf der anderen Seite wurde ja auch in Rom das Trajansforum gebaut. Und deswegen kann man auch davon ausgehen, dass ein Großteil der Beutegelder dorthin geflossen ist. Ja, Dakien wurde anschließend eine römische Provinz. Römische Provinz haben wir uns so vorzustellen, dass es erstmal eine militärische Verwaltung hatte. Es wurde erstmal militärisch verwaltet und dann später wurde es zu einer sogenannten kaiserlichen Provinz. Das heißt, dass der Kaiser selbst sich seinen Statthalter dort vor Ort aus den Senatoren aussuchen konnte. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass militärische Aktionen in diesem Gebiet auch dem Kommando des Kaisers unterlagen. Das heißt also, wer auch immer diese Provinz verwaltete, er konnte sich militärisch nicht selbstständig machen. Das wird teilweise als Nachteil für Dakien gesehen, teilweise als Vorteil. Fest steht auf jeden Fall, dass zu späterer Zeit, also so im ausgehenden 2. Jahrhundert und auch im 3. Jahrhundert, umfassende Neuorganisationen Dakiens nötig geworden sind. Insbesondere so in den Jahren 117, 118 gab es vielfache barbarische, also in Anführungszeichen barbarische, Angriffe auf Dakien. Und immer wieder gab es kriegerische Auseinandersetzungen dort. Immer wieder wurden Städte geplündert, sodass man sich dann nachher dazu entschloss, Dakien 3 zu teilen, um die Verwaltung effektiver zu gestalten, um auch auf die besonderen lokalen Verhältnisse eingehen zu können, in eine Dacia Apulensis, eine Dacia Porolissensis und eine Dacia Malvensis. Diese drei Provinzen oder diese drei Untereinheiten der Provinz Dakien standen aber nach wie vor noch einem Statthalter unter, der dann über die dortige Provinz ja auch in erster Linie dann steuerrechtlich das Sagen hatte. Aber tatsächlich zeigte sich im Zuge dieser außenpolitischen Krise, dass Dakien anders verwaltet werden musste, um effektiver zu funktionieren. Ein anderer Aspekt sind sicherlich die ständigen Aufstände, die in Dakien grassierten. Obwohl Dakien ja bereits zu einem Klientelkönigtum gemacht worden war, 98 nach Christus, und eben dann unterworfen wurde. Ein Großteil der männlichen Bevölkerung hat man lange überlegt, soll regelrechten Vertreibungsmaßnahmen zum Opfer gefallen sein oder eben umgebracht worden sein. Was allerdings wahrscheinlicher ist, ist, dass viele Leute ausgewandert sind einerseits und andererseits natürlich auch bekannte römische Taktik. Der Gegner wurde geschwächt, indem man die dakische männliche Bevölkerung als Hilfstruppen einzog. 30.000 Mann waren alleine ja auch in Dakien stationiert, also mit den zwei Legionen zusammen, ne? Der Legio Macedonica und der Legio Gemina. Dazu kommen halt eben, wie gesagt, zu diesen beiden Legionen kommen Hilfstruppen, sodass man eine Truppenstärke von ungefähr 30.000 Mann in Dakien schätzt. Und diese Hilfstruppen schwächten damit natürlich auch Dakien selbst, stärkten aber auf der anderen Seite wieder die Römer, eine ganz bekannte und bewährte militärische Taktik eigentlich. In Porolissum, das ist diese Stadt hier, die wir haben, das ist unsere Hauptstadt, wurde übrigens ein Militärdiplom gefunden, das datiert auf den 11. August 106 nach Christus. Das ist tatsächlich so das wichtigste Zeugnis für diese Zeit. Es besagt nämlich dort, oder es wird dort Dakien als eine römische Provinz genannt. Und das heißt, wir können davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt dann Dakien schon eine römische Provinz gewesen ist. Diese römische Provinz
habe ich schon bereits gesagt, hatte einen strategischen Wert, hatte aber auch einen wirtschaftlichen großen Wert offenbar. Das erkennt man an den Bestrebungsversuchen, die Verwaltung hier neu zu organisieren, aber eben auch anhand der Überlegungen im Jahre 117, 118, Dakien vielleicht dann doch als Provinz aufzugeben und sich halt eben hinter die Donau zurückzuziehen. Das ist aber dann wirklich doch nicht geschehen. Kaiser Hadrian war doch der Meinung, dass man die Bodenschätze zu dringend bräuchte und deswegen hat er gesagt, man solle versuchen, diese Provinz doch eben zu halten. Und tatsächlich, lange Zeit verlief das ja dann auch erstmal friedlich in Dakien. Ungefähr so 30, 40 Jahre ist es dann wieder friedlich verlaufen, bis es weitere kriegerische Auseinandersetzungen gab. Dann aber auch wirklich heftige Auseinandersetzungen in den 160er Jahren. Besonders schlimm wurde es dann eben so im in der zweiten Hälfte, ungefähr so beginnende zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts, also so zu dieser Zeit, nachdem oder die Markomannenkriege von Marc Aurel bereits gewesen sind, 238, gibt es einen großen Angriff auf die Provinz und Kaiser Aurelian entscheidet dann auch 271, die Streitkräfte der römischen Provinz eben dann doch hinter die Donau zurückzuziehen. Das hatten Vorgänger bereits halt schon angedacht, das zu tun, weil einfach auch der Druck durch die Goten hier zu stark gewesen ist. Und was man damit beabsichtigte, war, man wollte so eine Art Pufferzone hier schaffen gegen die gotischen Invasoren. Das hat auch auf jeden Fall erstmal insofern geklappt, weil die Goten auch locker mal einfach 30 Jahre gebraucht haben, um dieses Gebiet mehr oder weniger überhaupt irgendwie zu erobern oder einzunehmen. So einfach war das ja auch gar nicht. Auf der anderen Seite aber auch die Goten eben hier gegen als Puffer gegen andere barbarische, in Anführungszeichen, Stämme zu nutzen. Ich habe ja auch bereits gesagt, also die Dakier war immer irgendwie auch von feindlichen Provinzen umgeben, ne? Und hatte eben nur diese Südgrenze hier unten, ne? Ja, unter Kaiser Konstantin können Teile von Dakien wieder zurückerobert werden, die bleiben aber nicht dauerhaft im Besitz. Also es ist doch einfach ein zu großer Verteidigungsaufwand, der dort betrieben werden muss. Es gibt zwar später dann tatsächlich noch eine Dakia Mediterranea und eine Dakia Ripensis, die liegen aber nicht mehr auf dem Gebiet des eigentlichen Dakien, also wie es eben hier gewesen ist, sondern die liegen, glaube ich, weiter südlich. Bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Auch später wird Ostrom eine Verwaltungseinheit namens Dakia einrichten. Die umfasst dann aber auch nur noch geringe Bestandteile dieser eigentlichen Provinz. Ja, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin sage ich, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.